sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, liebe Bewohner dieser nicht ganz so gefüllten Stadt hier im Moment, wenn man absieht von den wenigen sogenannten linken Krakelern zu meiner Linken und zu meiner Rechten. Wir sind heute hier zusammengekommen, um einem Ereignis zu gedenken, das nunmehr 2000 Jahre zurückliegt. Und dieses Ereignis lebt bis heute in den Herzen und Köpfen unseres Volkes fort. Und es ist sogar so, dass wir hier in dieser Stadt kurzfristig einige hundert unserer Kameradinnen und Kameraden zusammenbekommen haben, um hier mitten im Zentrum für unser Werben und Tun, für unser deutsches Volk und Vaterland auf die Straße zu gehen. Und dafür sage ich Ihnen alle herzlichen Dank. Armin, der Cherusker, ein Mann, ein Kämpfer aus unserem Volke. Vor 2000 Jahren gestaltete sich das Politische in Germanien bildhaft ähnlich wie heute. Unser Volk war unterdrückt von den Römern, weitestgehend besetzt, und die Germanen waren zum Teil tief zerstritten, waren als Legionäre eingesetzt und somit gelähmt. Ähnlich wie heute, wo wir eine Situation für unser Volk konstatieren müssen, das nicht weit von dem entfernt ist, was vor 2000 Jahren der Fall war. Auch heute begehrt die deutsche Jugend zu Recht auf. Auch heute stellen sich immer mehr Menschen die Frage, was ist eigentlich der Sinn unseres Lebens in den Rahmenbedingungen, die uns nach dem Zweiten Weltkrieg aufgezwungen worden sind. Und wenn dann die Unfreiheit auch noch Besuch bekommt von der Armut, von der Überfremdung und Vergreisung, dann ist es ganz natürlich, wenn ein Volk noch Vitalität besitzt, dass dieses Volk sich organisiert, dass dieses Volk versucht, eine Opposition aufzubauen. Und da das die Linke nicht wollen, müssen halt wir Rechten uns aufstärken und dieses Besatzungsregime, was sie Demokratie nennen, und das Gebilde, was uns die Besatzer geschenkt haben, nämlich diesen Parteienstaat mit politischen Mitteln radikal zu bekämpfen, meine lieben Freunde. Es ist klassisch, dass nach jeder militärischen großen Niederlage die Siegermacht zunächst einmal beginnt, die Schaltstellen der Macht mit Verrätern aus dem besiegten Volk zu besetzen. Und das hatten die Römer ebenso getan, wie das die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs taten, liebe Kameradinnen und Kameraden. Ganz früh begannen sie mit der geistigen Umerziehung, mit der Aushöhlung unserer Kultur, Sprache und unserem allgemeinen Verständnis von Zusammenleben. Sie predigten die große Freiheit, nannten das Ganze Individualismus, und im Kern war und ist es nichts anders als die Gier und einen Egoismus, dem jetzt wir als Deutsche auch zum Opfer fallen. Wenige haben alles, viele haben nichts, liebe Freunde, und das ist es, warum wir zusammen kämpfen, eine Organisation aufwachsen lassen müssen, um den sozialen, verelendenden Deutschen
die in immer größerer Zahl perspektivlos nicht wissen, wohin sie sich politisch organisieren sollen, zu zeigen, hier steht eine nationalistische Kraft, hier wird Widerstand konstruktiv organisiert und in unseren Reihen, in den Reihen der Nationalisten, in ganz klarer Ausrichtung lohnt es sich, mitzukämpfen, liebe Freunde. Ich verstehe den heutigen Tag nicht nur als Erinnerungstag an die große Heldentat von Arminius. Ich verstehe diesen Tag auch als Mahnung, dass wir wachsam bleiben müssen. Wachsam, dass die Feinde unseres Volkes nicht in die Überzahl geraten. Wachsam, dass die Masse unseres Volkes sich nicht in Lethargie ergibt, sondern dass wir dieses Datum auch nutzen, uns sowohl motivationsmäßig, aber auch intellektuell aufzustärken, um dem Ganzen, was uns vernichten will, den notwendigen Widerstand entgegensetzen zu können, liebe Freunde. Wir haben uns mit unserer Geschichte zu beschäftigen. Und wir haben aus dieser Geschichte wahrlich ein riesengroßes Quell, aus dem wir Kraft schöpfen können. Es war ja nicht nur Arminius, der uns gezeigt hat, dass wenn man seinen Feind nur ganz genau analytisch und auch praktisch studiert, dass man dann daraus die notwendigen Organisationen und die notwendigen Werkzeuge formen kann, um eines Tages dann aus dieser geschaffenen Organisation sich Luft zu verschaffen gegen das, was das Volk an seiner freien Entfaltung hindert. Und dieser Parteienstaat hindert schon seit Jahrzehnten die freie Entfaltung des deutschen Volkes, liebe Freunde. Und die Grundlage jeder Motivation, das ist immer die Kenntnis der eigenen Geschichte, ebenso wie die daraus resultierende Analyse der aktuellen Situation, der aktuellen politischen Situation im Lande. Und die aktuelle politische Situation im Lande, die zeigt ganz deutlich, dass sich das Ereignis von vor 2000 Jahren natürlich in ganz anderer Form unbedingt wiederholen muss, meine Damen und Herren. Je länger die jetzige Situation anhält, je verschärfter der wirtschaftliche Niedergang auch bei den kleinen Leuten praktisch fühlbar ankommt, je wahrscheinlicher ist das Aufbegehren unseres Volkes gegen die Ausplünderung von internationalen Großkonzernen, ebenso wie das Auflehnen gegen die noch regierende politische Klasse in Berlin wie in Washington ebenso, meine lieben Freunde.